Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Folge 24 von Elder Scrolls Online. Erster Mario, euer alter Sack von Holzton TV. Wir sind unterwegs zur Blutstromhöhle. Und farmen natürlich unterwegs, was das Zeug hält. Damit wir nachher dann schön Handwerkskunst skillen können. Für geile Rüstungen etc. etc. Ah, Jute, sehr gut. So gefällt mir das. Huch, habe ich vorbeigegriffen am Fackelwürmchen. Da sind wir richtig Quest einschalten. Da sind wir wieder. Sonst rennen wir wieder irgendwo ganz woanders hin. So, jetzt haben wir Strombhöhle. Seht ihr? War ganz andere Richtung. Zerfällt wahrscheinlich auch wieder gleich zu Pulver. Das ist ja... ja, Pulver. Staub natürlich, ne? Staub. Aber so kleinlich werdet ihr ja wohl nicht sein, dass... ne? Staub und Pulver. Ist das, da glitzert doch auch was. Ist das Schlange oder was? Eisen, schön. Hey, hallo? Kriegst du noch sauber, du Spinner? Boah. Tja, selber schuld, Jung. Lass mich doch farmen. Mehr will ich doch gar nicht. Normalerweise. Aber wenn so nur Hirnis, so komme ich dann auch zu meinem Zeug. Solche Hirnis mich angreifen. Oh, schön, ne? Ja, wisst ihr jetzt, was ich meine, warum ich das... warum ich den Punkt dahin gegeben habe, schon mal. Selbst wenn wir noch verhältnismäßig am Anfang sind. Was ist los? Die Viecher da, die machen sich gegenseitig Konkurrenz oder was? Strombehülle. Ach, süße, schon wieder einer. Gibt doch genug Lederlieferanten unterwegs. Oder auch nicht. Dann wenigstens EPs. Ganz umsonst ist es ja immer nicht. Kleine. Den Kleinen tun wir natürlich nichts. Hier noch große. Aha, okay, wo ist sie? Entdeckt, schön. Oh, ihr seid aber schön grün. Drei sogar. Wow. Denn und auch noch. Nehmt mein Stäbchen, mein Stechstab, mein Stechspeer. So, cool. Der Speer ist so geil. Na, komm doch her, du. Also.
Denn Alchemie ist immer eine Sache, die mache ich erst ziemlich spät. Weil da finde ich dann erstmal Schneiderei wegen für oder Schmieden für Rüstungen. Ungewissheit, Oder, Furcht, Tod. Der Was? Wille von Sittis kann nicht missachtet werden. Sittis Wille? Ihr seht recht fähig aus. Okay. Ich ge. Ja, die Sterblichen über. Auch wenn es Bin zu stimmt, schnell sie geklickt. standen Sittis näher als die meisten. Jede ist für sich schon mächtig und hier begraben, um ihren Lebensweg zu ehren. Was der Grund ist, warum ich überhaupt hierher kam. Müssen wir erstmal Doch lesen, als ey. Tumamaxat sie zum eigenen Vorteil ausgrub, schändete er ihre sterblichen Überreste Wen zugleich. meint ihr denn überhaupt? Ich habe so schnell gedrückt gehabt. Wir werden auch die Nichtssprecher genannt. Wir sind eine Gemeinschaft, die Sittis und die Wahrheiten der Lehre ehrt. Okay. Jeder von uns spricht andere Worte, Ah. doch unser Ziel folgt diesen Lehren. Man muss erst Lehrling unter einem Mentor sein, um sich unseren Reihen anschließen zu dürfen. Ja, das ist klar, das natürlich. Jeder Niswo ist anders. Ich habe mich entschieden, Sittis zu ehren, indem ich sicherstelle, dass die unausweichlichen Wahrheiten wie Angst, Tod, Finsternis und Wandel zu ihrem Recht kommen. Okay, ja, das leuchtet ein. So, der will also auch, dass wir die Blutstromhöhle betreten. Dann haben wir sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe, oder was? Was Besseres kann uns doch nicht passieren, oder? Das ist doch schon mal cool. Ja. So, Blutstromhöhle. Witter auch noch. Da bin ich ja mal gespannt, was das wird. Zeit ist eine Kraft des Wandels. Ah. Wir sollten uns beeilen. Schön, dass ihr es geschafft habt. Ich wollte nicht wirklich ohne euch tiefer hineingehen. Ach, die Kleine. Das ist also die Blutstromhöhle, was? Ja. Gruß, überprüft den Brief, den ihr gefunden habt. Darin stand etwas über eine Tür tiefer in der Höhle. Und es gab eine seltsame Stelle darüber, dass der Tod der Schlüssel ist. Was auch immer das heißt. Macht schon, ich komme gleich nach. Macht schon. Gut, dann kann ich ja erstmal mit meinem anderen Freund hier weiterlaufen. Deine Tür finden wir auch noch, Schatzi. Wir sind ja schon mal hier drin. Vorher gehen wir nicht weg, verspreche ich dir. Bevor wir die Tür nicht gefunden haben. Kann verändert werden. Wurfspeer. Aha. So, na, der macht ja wenigstens noch was. Der kann ja heilen. Das ist ja wenigstens mal was. Letztes Mal, die ich mit hatte, da habe ich überhaupt nicht durchgeblickt, was die überhaupt gemacht hat. Okay, da waren die Gegner ja auch nicht stark. Tumamaxat hat die Überreste bereits entdeckt. Rasch, vernichtet sie. Ach, Überreste einer Schattenschuppe. Jetzt habe ich erstmal kapiert, was wir überhaupt machen wollen. Weil da hatte ich vorhin so schnell weggeklickt. Mögen diese Gebeine die Leere finden. Bisschen andächtig, so. Das ist auch geil. Die 5 ist auch geil. Der. Wie so eine Kugel, die dann von oben. Wie eine Kugel, die von oben drauf fällt. Oh, Gold. Ja, ich brauche wieder frisches Gold in meinen Taschen. Ich habe schon 800 auf die Bank gepackt. Auf, dass es mehr wird. Ja. Ja, dann versagen die beiden noch. Die beiden noch und dann machen wir erstmal einen Break. Nächste Folge machen wir mehr.